So, Asche antwortet auf das Mois-Video, und zwar in lyrischer Form, mit seinem Song History, der eine Mischung aus Vergangenheitsbewältigung und Mois-Diss geworden ist. Ich werde versuchen, euch die wichtigsten Passagen auf dem Song in diesem News-Video etwas näher zu bringen. Der mit Abstand interessanteste Part für ganz Rap-Deutschland war natürlich seine direkte Antwort an Mois, der mit seinem Video den Stein ins Rollen gebracht hatte. Bisher kannten wir nur Mois' Sicht der Dinge, und wer meine beiden anderen Videos zu diesem Thema gesehen hat, weiß, mir war nicht so ganz klar, welche Absicht und Intention Mois mit seinem Video verfolgte. Jetzt hören wir sozusagen die andere Seite der Medaille, die Sicht von Christoph Konrad. Mois hatte recht, Asche scheint kein Tschetschene zu sein. Korrektur, er ist kein Tschetschene. Asche sagte selbstreflektierend in dem Song, er habe geflunkert. Schön und gut, allerdings vermittelt sein Song History die ganze Geschichte, die sich hinter diesen Flunkern versteckt. Und diese Geschichte erzählt er anhand der Lebenslinien seiner Großeltern und seiner Eltern, die deutlich machen, dass Asche ein Suchender ist und dass er eigentlich sein Leben lang seine Heimat gesucht hat. Ich glaube, dass Asche hier sehr viel Menschen aus dem Herzen spricht, die sich mit dieser Wahrheit in diesem Song identifizieren können. Jemanden daraus einen Strick zu drehen wäre natürlich möglich, besonders moralisch, aber was wirkt mehr als ein Typ, der sich vor Rap-Deutschland mal komplett nackt macht? Am Ende zählt die menschliche Würde, wie ich finde, und ich nehme Asche dieses Statement ab. In seinem Track wirft er Mois vor, dass dieser ihn scheinbar erpressen wollte. Er rappt folgende Zeile. Wollt mich erpressen, gib Cash, sonst kommt das Video raus. Ich hab geantwortet, scheiß drauf, haut das Video raus. Ich war so verwundert, warum Mois Video aus heiterem Himmel herauskam. Aus der Sicht von Asche anscheinend als Antwort darauf, weil die angebliche Erpressung anscheinend nicht klappte. Weiter im Diss heißt es, 100k erpressen wollen, eure Seelen sind finster. Karma is a bitch bekam die 100k bei Insta. Anscheinend ging es hier um eine relativ hohe Summe in der angeblichen Erpressung. Ich sag angeblich, weil Asche das hier behauptet, aber Asche spielt in diesen Zeilen punchline-technisch sehr geschickt mit den 100k, die nicht auf dem Konto von Mois landeten, sondern Asche als Followerzahl bei Insta bekam. Am Ende ist es ein sehr persönlicher Song geworden, der in der Mitte die Abrechnung mit Mois enthält. Der Mois-Part hatte extrem starke Punchlines, aber die analysiere ich extra in einer Rap-Analyse. Ich denke, die hat sich Asche verdient bei diesen ganzen Wortspielen. Was sagt ihr zu der lyrischen Antwort von Asche auf History? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare, und falls ihr wollt, dass ich Asches Diss Rap analytisch mal auseinandernehme, dann lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Danke euch.